Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Craftopia. Und ja, bevor es richtig losgeht, ich plündere jetzt meine ganze Essenskiste und ich werde das Essen verkaufen. Denn wir stellen uns heute selber mal ordentlich was zu essen her. Und ich bin mal gespannt, das gibt nur 10.000. Das ist ja lahm. Dann der ganze Spaß. Hier verkauft man nur das. Das gibt schon mal 18.000. Und hier nochmal 24.000. Sagen wir mal, die Würste bringen aber viel. Ne, doch, 120. 10 ist 1.000, so 12.000 bringt 100 Würstel. Holy shit. Also. Ja. Aber gut, wir kochen heute selber. Ich nehme dazu einfach mal alles auf, was wir hier so haben. So. Essighammer. Ja, komm, das deckt sich doch sowieso. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Das Brot nicht. Wobei doch, das Brot werden wir auch brauchen. Ja. Ja, das müsste alles gewesen sein. Ja. Gut, dann schauen wir mal, was wir heute kochen können. Ich gehe einfach mal direkt ganz nach unten, ne? Oh, gegrillte Zwiebeln. Was ist das? Sticky Rice Dumpling. Oh, das würde sogar 1.000 pro Stick bringen. Also, es ist ja so, dass ich das Essen auch teilweise wieder verkaufe. 1.800 würde das bringen. 1.008, Tatsache. Das hier nur 1.004. Aber ich muss mal gucken, denn das gibt 20 Herzen und 50 Mana und 50 Hunger. Okay. 350 Leben würde das bringen. Das hier 373. Also ich würde sagen, gegen Kampf gegen Drachen ist das auf jeden Fall schon mal richtig nice. So, was haben wir hier oben? Kaktussuppe. Kaktussalat. Der ist sogar besser. Stellen wir einfach mal 25 Stück her. Würde ich sagen. Wir haben ja genug. Jetzt muss ich allerdings auch warten, bis das hier fertig ist, weil ich nur zwei Kochpots habe. Derzeit renne ich hier drin immer mal ein bisschen rum und ja. Hol mal einfach alles raus, was fertig ist. So, was können wir denn noch Schönes machen? Das hier gibt 40 Herzen und 30 Mana. 20 Herzen, aber 70 Mana. Dann können wir uns eine goldene Nase verdienen. Fried Chicken. Könnte man eigentlich auch mal was herstellen von. So. Ja, das haben wir jetzt hergestellt. Das braucht noch ein Weilchen. Dann kann ich aus dem ganzen gewaschenen Eisen mal ganz schnell ein bisschen Stahl herstellen. Da habe ich wieder ein bisschen was auf Vorrat. Ach hier, die Dinger habe ich vergessen mit aufzunehmen. Die könnte man nämlich auch zum Kochen irgendwie gebrauchen. Ja. Moment. Der Salat. Dann das hier wieder rein.
gucken wir mal. 50 Herzen, 25 Mann. Und ihr seht, hier brauche ich das Red Hook zum Beispiel. Und ganz ehrlich, da gehen wir direkt aufs Maximum. Würste kann ich ja jederzeit wieder herstellen. Ja. Na komm. So, die haben wir jetzt auch. Hier. 35 Herzen, 35 Hunger. Aber kein Mana. Hier brauchen wir den Fisch. Hatten wir nicht mehrere Fischgerichte, außer das hier? Schrimps habe ich ja keine. Zucker, Zucker, wie stellt man Zucker her? Aus Zuckerrohr. Oh Gott, wo finden wir das? Reiscake, ja gut. Nee, die werden wir nicht machen, aber wir werden die hier machen. 19 Stück. Das kommt da rein. 50 Hunger. Das hier und das hier haben einen extra Buff. Dann lassen wir das mal so. Ja, das dauert wieder ein Weilchen. Dahin. Und ich glaube, Stahl müsste ich auch mal durchwaschen. Dried, dried, shining. Ja. Oh, hier haben wir ja auch noch Milch, genau. Da war ja was. So. Das ist alles das Gewaschene. So, Essen fertig. Das gibt auch einen Bonus-Buff. Ja, wir haben noch so viel. Ich wüsste gar nicht, was ich noch alles herstellen sollte, weil... Ja. 1510 Mana. Das 4030 Mana. So. Ja, dann machen wir mal einfach mal hier unten weiter. Frühlingsrollen. Oh, die esse ich ja für mein Leben gerne, nur ohne Pilze, versteht sich. Ich brauche hier unten überall Zwiebeln, außer hier. Ah, das gibt nur 5 Hungercoin, aber... Maximum Stamina um 50 erhöht für 60 Sekunden. Ja, also die hier wären eigentlich schon richtig geil. Ja, das nicht wirklich. Okay, Seaweed. Das kriegt man, wenn man schwimmt, das weiß ich. Da muss man aber irgendwas skillen dazu. Hier, Kakao und Zucker. Okay, Kakao findet man bestimmt im Dschungel. Da kriege ich aber Poison. Kann ich Butter herstellen? Nee. Warum kann ich keine Butter herstellen? Warum kann ich keine Butter herstellen? Asche. Oh, alles klar. Oh, geil. Rote Bohnen-Pancake. Da brauche ich wieder Zucker. Was macht man denn jetzt hiervon? Maximum Stamina 3 für 60 Sekunden. Hä? Da gehe ich doch hier drauf. Und das ergibt wirklich nur Mana 3, aber hier Mana 150. Ja, das ist doch nur ganz einfach gelöst. So. Das gab kein extra Buff. Schade eigentlich.
30. Ja, komm. Stellen wir mal 50 Stück her. Das hier hinten ist auch fertig. Nice, nice. Da kann ich ja bald wieder loslegen. Gewaschenes dahin. Das ist fertig. Da war nichts drinne. Das kommt wieder alles hier runter. Ja. Scheißen haben wir auch mehr als genug. Wir können ja noch ein paar Würstchen herstellen nebenbei. Weil ich denke mal, die Mehlmaschine werde ich auch wieder... Oder was jetzt mehr? Die Wheatmaschine werde ich auch wieder anhauen. Ach, hier stellt man Butter... Oh, lol. Ach, du Heimatland, braucht das lange. Ach, du ahnst es nicht. Ja, das brauchen wir hier. Dann hat sich das ja schon nochmal erledigt. So, wir haben noch zwei Zwiebeln. Ja, komm, scheiß drauf. Das ist so für zwischendurch einfach mal. Und dann haben wir eigentlich soweit auch schon wieder alles verbraucht, was so wichtig ist. Och, ich muss mir noch so ein Ding bauen. Ganz ehrlich, hier, das Dragon Rack kann weg. Das braucht man überhaupt nicht. Wo haben wir sie denn? Hier. 5 Eisen, 5 Stein, 2 Knochen. 5 Eisen. Hammer. 5 Stein. Bitte einmal darüber. 1, 2, 3, 4, 5 Hammer und 2 Knochen. Hammer. Jo, die Maiskölbchen sind auch fertig in der Zeit. Das gefällt mir auch schon mal wunderbar. Da haben wir die Maschine. So. Und hier drinnen stellen wir jetzt die Würstel her. Ach, wir brauchen nur Fleisch dazu. Okay. Ja, dann das wieder raus. Das kann da rein. Da haben wir die Maiskölbchen auch fertig. Haben wir das schon mal gehabt? Nein, das kommt aber da unten hin. Die genauso. Okay, das ist auch fertig. Was hat man denn jetzt noch nicht? Wir könnten hier noch ein bisschen was machen. 50 Hunger, 50... Ne, 45 Hunger, 50 Herzen, 50 Mana. Dann stellen wir das hier her, und zwar gleich Maximum. Das ist ja jetzt erstmal scheißegal. Und das hier, komm. Wow, 3 Stück. Wow. Ich werde auf jeden Fall wieder Haufen Zeug farmen gehen und irgendwann nochmal eine Kochfolge machen. Und ja... Aktuell können wir ja nicht wirklich viel machen mehr, weil ne, uns das Zeug fehlt. Ah ja, okay, 15 Hunger ist nicht so das Wahre. Ach komm, hier, Maximum, her damit.
Jo, den Rest sortiere ich hier wieder ein. Das, das. Und das normale Fleisch kommt auch hier rein. Hier waren ja solche Sachen drin. Salz und Pfeffer. Ja, der Spaß kann auch erst mal hier rein. Das eine Ding genauso. Reis, Wheat, Brot. So, Reis. Es ist alles gewaschen bis auf das. Wow. So, Bohnen sind auch komplett gewaschen. Das ist sehr gut. Kakteen. Kartoffeln. Dann der Spaß. Das, das und das. Und die Kokosnüsse. Wir müssen das sogar einmal so hier machen, denn dort soll ja noch der Reis rein. Jo, und das Brot, was wir über haben, kommt hier mit rein. Nee, das war falsch. Hier haben wir das. Das Essen, das war stinknormales. Das hauen wir da mit rein. Ja, und dann ja, kann ich hier eigentlich wieder gut Brot herstellen. Was ich machen werde, wenn ich wieder Haufen extra Ressourcen habe, natürlich. Ansonsten, ja, der Rest rattert hier noch durch. Die haben auch keinen Bonus gegeben. Gut, dann kommt das Brot hier hin und das hier hin. Ja, da haben wir gut was zu essen im Gepäck für die nächsten Dungeon. Gewaschen, gewaschen. So. Ja. Was soll ich sagen? Wir sind hier auf jeden Fall erstmal durch mit dem Kochen. Ich habe jetzt noch ein paar Minütchen für die Aufnahme. Wir gucken mal nach unserer Kuhzucht, die seit der letzten Folge läuft. Scheiße! Ach du Heim. Ach du. Okay. Also, an Milch soll es nicht liegen, würde ich sagen. Ach du Heimatland. Scheiße, ist das viel. Komm, lass mich mal hier rein. Ich muss da mal ganz kurz was machen. Oder, nee, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.